Und hier ist er wieder, der White Doctor mit Phantasy Star Generations of Mega Doom. So, bevor wir jetzt anfangen Doom zu spielen, ich meine, ihr wisst schon, schauen wir mal, laut Monitor sind wir hier, Dungeon ist im Westen. Und das war die Pausentaste, sorry. Ah, gut, wir stolpern ja nämlich gerade durch die Wüste, auf die Suche nach dem Dungeon, wo wir beim letzten Tamal waren. Und, naja, ich sehe schon, das kann noch eine Weile dauern. Na los, weg mit euch, Schlagelisten. Naja, toll, eine Armee von Rattenmonstern angeführt von einer Schnecke. Ach, was soll's. Weiter geht's, Westen, 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 Westen. Na? Ach komm, nee. Oh ja, das sind die stärkeren Schnecken. Mit Rattengesichtern. Okay, ja gut, vielleicht macht das doch ein bisschen Sinn, dass die Armeen von Rattenmonstern anführen. Okay, ja, Schluss mit Ökologiestudien in Phantasy Star. Was sagt mein Monitor? Wo sind wir? Laut dem... Oh, du scheiß Mistding, laut dem Ding sind wir mitten in einem Berg? Oh, wow, du bist sowas von nutzlos, weißt du? Ah. Okay, das ist diese Berglinie. Ja, nichts Ungewöhnliches hier, nur ein Haufen Felsen. Und laut dem Monitor... Ah ja, ich schätze, die andere Bergkette, die da im Osten ist, die existiert nicht wirklich, oder was? Ah ja, verdammt. Nein! Schneckenmonster haben uns angegriffen. Okay, klar, das sind zwar mutierte Ratten oder sowas, aber ist die Wüste nicht eigentlich zu trocken für Schnecken? Ach, ich denke schon wieder zu viel darüber nach, nehme ich an. Okay, oh, und ein nackter Einhornriese. Ja, zeigt uns den Finger und wir erleiden Schaden. Gut, dass er zu schnell tot ist, als dass mir das irgendwas ausmacht. Können wir, haben wir den Dungeon noch nicht erreicht und können bald wieder heilen. Ach ja. Okay, wie war das nochmal? Ich weiß, rechts ist richtig, aber was war nochmal links? Ach komm, ja, jetzt reicht's aber langsam. Ja, danke, ouch, ouch, ja, jetzt habt ihr genug gebissen, dürfen wir auch mal, danke. Okay. Du greifst das Viech an. Und du kümmerst dich um die beiden Viecher. Weil wir müssen erst die Monster in der ersten Reihe ausschalten, bevor es losgeht. Mit der zweiten Reihe. Außer wir haben diese eine Waffe, die wir mal hatten, diesen Nadler. Und na, da geht's wieder los mit der Vergiftung. Gut, jetzt reicht's mir aber, jetzt werden die alle umgebracht. Links, rechts, oben und unten. Klauenschläge hier und da und ein Schwert in den Magen und Ende. Im Gelände. Ah ja, genau, das war's. Oh. Okay, jetzt aber Schluss mit dem Quatsch. Wüstenviecher abmurksen bringt eh nichts auf Dauer. Da sind wir wieder. Gut, ich glaube, wir haben alle Schatztruhen abgemurkst und können jetzt einfach durchmarschieren. Vorausgesetzt, wir überleben das Ganze. Ich versuche das Ganze mal wieder ein bisschen zu sortieren, indem wir die Abmurkserei ein bisschen ordnen. So. Jetzt gucken wir mal. Yep. Genau, hier schaltet die Rattenmonster aus und Ries zeigt seinem Schwert dem Schneckenmonster. Ah ja, das Moosviech beißt uns einmal und ist dann tot. Gut, Problem gelöst. Okay, das fängt ja schon harmlos an. Wir marschieren das mal so lange, so weit wie möglich. So, bitte sei keine Sackgasse, bitte sei keine Sackgasse. Naja, erstmal warten. Oh ja, Mondgesicht und komisch Wolf. Okay, wie machen wir das jetzt? Okay, Iris, du nimmst dein Schwert und nimmst es dahin. Und mir. Du haust da drauf und dann hier drauf, in der Hoffnung, dass wir diesen Wolf erwischen können. Action. Das fängt doch gut an. Oh, wow. Autsch. Und er Ohren wackeln. Und Iris hat mal wieder dank der KI automatisch das Ziel gewechselt. Das ist eigentlich nicht so schlimm, das ist immerhin besser als die alte Methode. A la Fantasy. Final Fantasy 1. Wo nämlich die Leute dann einfach ins Leere geschlagen haben. Aber Gott sei Dank ist Phantasy Star 3 im Vergleich zu Final Fantasy 1 schon fast modern. Relativ gesehen.
Jetzt schlagen wir ein bisschen auf das Steingesicht ein und überleben und dürfen weitergehen. Ach ja. Gut, wie weit? Ach komm, ich bin gerade mal 2-3 Schritte gegangen. Okay, jetzt gibt's Kloppologie. Hau einfach auf die Viecher ein. Oh wow. Ich vergesse immer, wie viel diese Blauen aushalten. Geil, weg mit dir, Wolf. Der dir den Wolf tanzt, du. Ich probier's mal links. Oh. Ja, wenigstens sind es die Harmlosen diesmal. Nicht viel Zeit verloren und ein bisschen extra Geld gekriegt. Okay, da unsere Trefferpunkte allmählich dem Untergang entgehen gehen, benutzen wir mal Techniken. Jetzt probiere ich mal aus, ob man sich mit einer Technik auch selbst heilen kann. Anscheinend, ich versuche es noch einmal, um sicher zu gehen, dass das auch nicht funktioniert. Ja. Okay, gut. Vielleicht habe ich auch vergessen nach... Egal. Ja, Antidotes hier. Gut, so. Und jetzt benutzen wir mal einen Monomaten-Dings da. Gut, er hat, glaube ich, die höhere Verteidigung, also reicht das erstmal aus. Jetzt marschieren wir weiter hier durch das endlose Hotel des Grauens. Und dann können wir uns hier nach draußen teleportieren mit der Escape. Oh, da ist unser Ziel, ja? Gut, jetzt müssen wir nur irgendwie da hinkommen. Oh, nee. Und ich werde von einer Art Elektro-Tsunami angegriffen. Oder was immer das darstellen sollte. Gut. Oh ja, wieder haben alle zugebissen. Aber wenigstens keine allzu attackierende Angriffsattacke. Du bist schon Spezialtechnik. So, Mio, du schaltest die Viecher aus, bevor sie uns vergiften und Action. Genau, weg mit denen, Lars. Haha. Kein Gift für euch heute. Ja gut, flail du around. Ah, überlebt. Mist. Okay, jetzt blind angreifen. Ruckzuck ist die Lippe dick. Gut, jetzt müssen... Oh, Mio ist aufgestuft worden. Das ist auch schon mal praktisch, Olafant. Wenn ich nur jetzt ständig die A-Taste mit dem Start-Tasten-Dings da verwechseln würde, wäre das auch schon mal gut. Jetzt müssen wir uns wieder resen hier. Sie hat auch schon wieder Verluste gehabt. Besser nochmal. So. Sowieso bald alles wieder weg beim nächsten Kampf, aber jetzt wissen wir ja schon mal ungefähr, wo wir lang müssen. Och, kommt, Leute. Okay, gut, Ries. Du schlägst auf das Ding ein. Und ein Egel. Du kümmerst dich wieder um die Vergiftolanten hier. So, mit deinen beiden Klauen. Und Action. Dass ich schnell genug ist, ist das Problem gelöst, bevor es aufgetaucht ist. Diesmal ist Ries Waffe auch stark genug dafür. Nicht viel zu erzählen. Viecher tot, Erfahrungspunkte und Geld gefunden. Und weiter geht's. Oh, da ist noch eine Schatztruhe auf dem richtigen Weg gewesen. Gut, die holen wir uns auch nochmal ab. Und natürlich Monsterangriffe alle 2 Meter hier. Ich glaube, wenn das so weitergeht, müssen wir auch nochmal wieder umkehren. Das ist einer der Gründe, warum man normalerweise das Grinden in diesen alten Spielen nicht so mitbekommt, weil man eh beim Erforschen eines Dungeons 3-mal gezwungen ist, umzukehren und dabei die Monster so oft gesehen hat, dass man zumindest nach dem 3. Versuch nicht mehr zu schwach ist. Aber entweder das, oder sie haben die Dungeons einfach so lang gemacht, dass man allein durch die ganzen Zufallskämpfe stark wurde. Bei mir war das natürlich noch doppelt einfach, weil ich mich immer verlaufen habe. Ja, wenn man das Orientierungsvermögen einer Mücke hat, ist das natürlich kein Wunder, dass man am Ende in solchen Spielen immer super gut wird, wenn man ein Level 99 erreicht, einfach nur, wenn man im letzten Dungeon 10-mal die falsche Abzweigung genommen hat. Ist ja nicht so wie in neueren Spielen, wo dann manchmal alle Monster plötzlich tot sind und man Ruhe hat. In solchen Spielen brachte einen das gar nichts. Und wenn man 10 Stunden lang rumgelaufen ist, bis man auf einem riesigen Berg Leichen stand, es war immer noch das Gleiche. Der hat keine Monomaten, sondern nur die Maten. Nehmen wir das letzte hier mal für Ries. Und okay, das war dumm. Und sie kann noch resen. Und nein, ich meine, du sollst das auf dir selbst anwenden oder auch nicht. Okay. Keine Lust damit, jetzt lange rumzuhantieren. Wir benutzen einfach eine Diemate, wenn es noch weiter sinkt. Was ist hier jetzt drinne?
Oh, ein Escape-Pipe. Na gut. Brauche ich mir kein neues kaufen, wenn ich eins meiner zwei jetzt benutze. Ach, kommt, Leute. Aber wenigstens haben wir sie überrascht. Also, nicht viel Strategie nötig, einfach Kloppologie anwenden. So. Oh, ihr knabbelt uns nicht an. Und... komm, ey, das ist jetzt aber wirklich bescheuert. Die Viecher waren auch nah genug, um das Gemetzel zu sehen und greifen uns trotzdem an. Tja. Wunder, dass die noch nicht ausgestorben sind. So, da ist meine nasale Wunderstimme wieder und... Wow, die größte Halle aller Zeiten. Dann gucken wir mal, ob sich hier noch irgendwas anderes versteckt, so links und rechts. Das machten die Leute nämlich gern damals. Schätze direkt neben den Endboss zu packen und dann anschließend kam eine Zwischensequenz und hat einen wegteleportiert. Pech gehabt. Okay. Jö, wir brauchen deine Hilfe. Hau drauf und du haust auch drauf. Na gut, hier hauen alle zuerst drauf. Aber dann ist Gott sei Dank Sense mit den blauen Viechern und wir kümmern uns um die Viecher. Die hauen zwar kräftig zu, aber Gott sei Dank nehmen die auch eine Menge Schaden durch unsere Waffen. Problem gelöst. Und weiter geht's. Okay. Ah ne, das sind nur Steinsäulen mitten im Weg und... Ach, kommt. Okay, hier. Hau drauf und du... Nämlich wird sie sicher auch noch draufhauen lassen. Oh, hat ausgereicht. Ha, gute KI. Brave KI. Und du Viech, stirb. Und lass uns in Frieden. Wir weiter nach oben marschieren können. Und genau dieselbe Gruppe. So. Da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Sind ja immer dieselben Monster. Einzig, auf das wir achten müssen, ist, dass unsere Trefferpunktzahl nicht zu niedrig wird, bevor wir den ansprechen. Und das ist eigentlich alles, was uns noch zu tun bleibt. Gut. Mal schnell. Auf Heil gehen. Das wird uns nicht mehr erlaubt. Darf man nicht einen TP haben oder liegt das in was anderem? Na egal. Wir haben ja Gott sei Dank vorgesorgt diesmal. Und da ich hier nicht mittendrin irgendwo speichern kann, werde ich mal mega vorsichtig sein. Ach ja, es wäre natürlich gut, wenn sie auch was heilen könnte, also nehmen wir noch eine Dimate von ihm hier. So. Denn wenn das jetzt ein Endboss sein sollte, haben wir Glück gehabt. Und natürlich sollte ich ihn mal ansprechen, statt wieder ins Menü zu gehen. Ah, ich und die Knöpfe hier. Aha. Vren, ich bin ein Vren-Type Cyborg. Programmiert, um dir zu dienen. Ich bin ein sehr Spezialist für Wahl für Kampf und technische Systeme. Vren, schließt sich euren. Okay, jetzt sind wir also zu dritt. Und das war anscheinend schon alles. Na gut, dann sind wir jetzt zu dritt. Jetzt will ich aber mal ins Menü und mir den Knilch angucken. Vren, Techniken keine. Oh doch. Einige. Okay, dann. Aber nicht viele Trefferpunkte. Egal. Status. Intelligenz 4. Intelligenz 25 und bei uns Intelligenz 22. Herr Vren, du bist der dümmste Cyborg, den ich je gesehen habe. Wir haben mit Level 1 schon 60 Trefferpunkte, aber das ist schon ordentlich. Naja gut. Was hat er denn an Ausrüstung der Cyborg-Use? Gar nichts. Naja gut. Schauen wir mal, ob wir das nicht ändern können. Aber dazu müssen wir erstmal hier wegmarschieren. Jetzt dürfen wir nämlich rauswandern. Ach ja. Das werde ich jetzt mal dazu benutzen, um ihn ein paar Level anzutrainieren. Jetzt sind wir zu dritt. Und jetzt werdet ihr wirklich vermöbelt, Leute. Ha. Wir erledigen wieder ein Viech. Fast. Der hat wahrscheinlich noch einen Trefferpunkt oder so. Der ist weg mit Overkill. Ah ja, genau. Das wie war das nochmal? In dem Spiel braucht man eine Waffe, um anzugreifen und er hat keine. Und da er der dümmste Combat-Cyborg aller Zeiten ist, weiß er nicht, wie seine Hände benutzen soll im Kampf. Okay, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Benutzen wir mal lieber die extra Escape-Pipe.
und beamen uns hier raus, Scotty. Tschüss. Und auf ihn immer wiedersehen. Gut, können wir den eigentlich benutzen, um hier reinzugehen? Nein, unser technischer Spezialisten-System-Combat-Chief kann uns da auch nichts helfen. Wow, die Höhle ist blockiert. Wir haben zwei Cyborgs, aber die sind anscheinend aus so weichem Metall gemacht, dass sie uns nicht helfen können. Naja, wir haben die nutzlosen Cyborgs aller Zeit. Na gut, Mjö bringt wenigstens was. Aber leider können wir nicht sehen, wie gut Bran ist, solange... Hey, ich kann doch seine Techniken benutzen. Feuer noch irgendwas mit Feuer, das weiß ich noch. Also. Und leider kann er die nicht benutzen, weil Mjö wieder zu gut ist. Ah ja. Typisch. Diese sexistischen Konstruktionsingenieure. Wir haben die Frau viel besser gemacht als den Mann. Okay. Holla die Waldwehu. Hier sind wir wieder mal im Nixland. Jetzt wird Werner noch vergiftiofiziert. Jetzt hör auf uns zu verdingsen, du Dingsviech.